Guten Tag und herzlich willkommen zum ersten warmen Tag in diesem Jahr zu den Kulturtipps. Ganz im Freien stehen wir hier vor dem, Amt für, hier ist das ganze Bau, der ganze Bau. Bei uns und der Umwelt. Genau. Das heutige Thema, klar, Schiff. Tja, das bedeutet natürlich Reine machen und das ist Matthias Meisser und er hat sozusagen vor 10 Jahren den Vorschlag mit ins Rathaus gebracht, um eine Initiative ins Leben zu rufen, klar, Schiff Rostock. Erklär mir mal oder uns, was ist das? Ja, genau. Klar Schiff ist so eine Online-Plattform, bei dem Bürger melden können, hier liegt Sperrmüll, hier ist ein Schlagloch, ich hätte eine Anregung und so weiter. Und vor über 10 Jahren kam da die Idee im Katasteramt auf, dass man das Ganze doch kartenbasierend mal angehen könnte. Und da gab es natürlich so viele ähnliche Plattformen und dann hat man angefangen mit dem Fraunhofer das selber zu entwickeln. Und die Lösung läuft bis heute im Prinzip. Okay, also da kann man sagen, wenn man jetzt durch die Stadt geht und man hat viel Zeit und da fällt einem ein schrottiges Fahrrad im Gebüsch auf oder ein Mülleimer, der angemalt worden ist, ein Graffiti, das einem nicht gefällt, zack, E-Mail geschrieben und ihr kümmert euch dann darum, leitet das an die verschiedenen Ämter weiter oder wie funktioniert das? Gerade keine E-Mail, weil wir mögen das so ein bisschen strukturierter und dann kriegen wir auch schneller raus, wer dafür zuständig ist. Das rechnet nämlich das Portal selber aus. Und Schöne ist im Prinzip so, dass der Bürger dann auch immer gleich so diesen ganzen Fortschritt sieht, wenn sich jemand drum kümmert, wenn der Sperrmüll weggeräumt wurde, wann das geplant ist und so weiter. Okay. Genau. Wie kann man sich denn bemerkbar machen? Genau, man geht einfach auf die Webseite www.klarschiff-hio.de und da werden Sie geholfen, wie es so schön heißt. Okay, jetzt habt ihr, ich war da vorhin mal drauf und habe mich mal ein bisschen durchgeklickt. Da sind dann so viele Punkte mit vielen Zahlen. Ich bin jetzt nicht so der Computer-Nerd. Also ich habe da meine Schwierigkeiten, das klar zu kriegen, wie das so funktioniert. Das richtet sich ja auch viel, auch für ältere Leute. Ich finde das nicht so, also wenn ich mal Kritik äußern darf, nicht so sehr transparent. Okay, also wir arbeiten natürlich permanent dran, das immer noch ein bisschen einfacher zu machen. Wenn es da Tipps gibt, immer her damit. Im Prinzip haben wir das wirklich probiert, ganz einfach zu machen, dass man nur auf der Karte sozusagen so eine Position markiert und dann noch ganz grob schreibt, welche Kategorie gehört denn das an? Ist das meinetwegen Sperrmüll oder ist das irgendwie so ein baulicher Schaden? Und dann noch eine kurze Beschreibung. So, jetzt kommen erstmal die Kulturtipps aus dem ganzen Land und dann sehen wir uns gleich wieder hier in der schönen Hamburger Straße. Im Müritzeum in Waren, dem Naturerlebniszentrum, ist eine neue Sonderausstellung zu sehen. Die Ausstellung Land, Küste, Meer – Einblicke in die Schatzkammern des Nordens entstand in Zusammenarbeit mit den 12 Museen des Nord- und Ostseeregion Museumsverbundes. Die Museen haben unterschiedliche Exponate zur Verfügung gestellt. Das Müritzeum zum Beispiel präsentiert seine Seeadler-Todesforschung. Für die Wiedereröffnung hat das Kunstmuseum Ahrenshoop gleich 2 Sonderausstellungen im Petto. Zum einen Margret Middel, der Körper als Ereignis. Zu sehen gibt es rund 50 Bronzen und Zeichnungen der in Mecklenburg-Vorpommern lebenden Künstlerin. Zum anderen zeigt die Ausstellung Nah ans Wasser gebaut rund 20 Fotografien, Filme, Modelle und Virtual Reality Simulationen. Dabei werden Architekturikonen am, im oder auf dem Wasser vorgestellt. Die Städtische Galerie Wollhalle in Güstrow hat ihre Tore wieder geöffnet. Die Gäste können sich auf die neue Ausstellung Ich glaube an die Kraft der Farbe freuen. Ausgestellt sind die Werke des Künstlers Alexander Detmar. Diese wurden in mehreren Jahrzehnten erschaffen. Viele seiner Arbeiten feiern mit der Schau sogar Premiere. Zu sehen gibt es Blumenstillleben, Architektur und die Detmar-typischen Clownsbilder. Nun ist es ja so, dass viele Leute den Blickwinkel oder einen anderen Blickwinkel auf Dinge haben. Also was für den einen ein Graffiti zum Beispiel, was für den einen schön erscheint, ist für den anderen grottenhässlich. Wie geht ihr intern damit um? Also was wird sozusagen weggeräumt, übermalt? Ihr müsst ja dann auch irgendwie so ein Ranking haben von der Wichtigkeit her.
Ja, das stimmt. Aber letztlich liegt das natürlich bei den Fachämtern, bei den Sachbearbeitern selbst. Also wir stellen das Portal, wir haben die Leute sozusagen integriert. Wir arbeiten auch eng mit denen zusammen, weil manchmal gibt es ja doch irgendwelche Detailfragen, die man da nochmal nachjustieren muss. Aber um das zum Beispiel jetzt bei dem Graffiti, wir können halt natürlich erstmal nur für den öffentlichen Raum da arbeiten. Dafür sind wir als Stadtverwaltung zuständig. Das sieht man natürlich draußen nicht unbedingt. Deswegen manchmal passiert es halt auch, dass man irgendwas fürs Privatgrundstück meldet. Aber das ist ja an für sich kein Problem. Da müssen wir bloß da sagen, tut uns leid, können wir gar nichts machen. Ist nicht unser Eigentum. Okay. Es geht ja nicht nur um Beschwerden, sondern es werden auch Ideen gesammelt, was man besser gestalten könnte, wie du schon vorhin gesagt hast, so Einbahnstraßen vielleicht andersrum oder Ampelphasen und so weiter und so fort. Ja, wie hoch ist da die Mitwirkung? Also der Anteil der Ideen ist deutlich geringer, wenn man das jetzt mal in Relation zu, keine Ahnung, den ganzen Sperrmüllmeldungen setzt. Aber das wird durchaus gemacht. Also wir haben ja teilweise auch für andere Ämter, zum Beispiel für den Mobilitätskoordinator, da eine Aktion gemacht, das hieß 100 Bügel für die KTV, wenn ich mich richtig erinnere. Und da haben wir dann gesagt, genau, da haben wir gesagt, hier, zeigt uns doch mal auf Klarschiff, wo würdet ihr denn Bügel hinstellen, wenn ihr jetzt Bügel verteilen würdet? Und das war eigentlich eine ganz schöne Datenbasis, mit denen dann die Ämter auch arbeiten konnten. Okay, das und bei euch oder bei dir läuft es zusammen und du bist quasi oder mit deinen Kollegen dafür zuständig, dass das alles an die richtigen Adressen kommt. Ich finde es eine tolle Sache. Ich finde es für viele, es ist wahrscheinlich, wenn sie zu viel Langeweile haben, gibt es bestimmt auch Leute, die sehr engagiert sind, oder? Ja, einige wenige sind ja wirklich sehr akribisch dabei, aber wir sind eigentlich ganz stolz, dass wir eine relativ breite Nutzerbasis haben, die uns auch, sag ich mal, über den Lauf der Jahre so begleitet hat, dass es da irgendwie keine großen Schwankungen gab und das ist eigentlich eine schöne Sache. Letzten Endes, wir nutzen es auch intern, also wir haben den kommunalen Ordnungsdienst, der zum Beispiel darüber natürlich auch die Störungen vor Ort erfasst oder wenn da irgendwelche alten Fahrzeuge sind und so weiter. Weil warum soll man das doppelt führen? Natürlich kann die Öffentlichkeit sehen, was wir auch sehen. Das ist ja alles kein Geheimnis. Tolle Sache, wie ich finde, an diesem wunderschönen Tag. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, das war's schon wieder. Wenn auch Sie daran teilhaben wollen, dann wissen Sie ja klar, Schiff Rostock einfach in die Suchmaschine eingeben und schubsiwupp sind Sie auf der Seite von dem Herrn und der Hansestadt Rostock. Herzlichen Dank. Ja. Bis nächste Woche und leben Sie Kultur. Endlich ist es warm. Danke. Die Kulturtipps in Zusammenarbeit mit dem Kulturkalender. Unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern.